Ich denke, da geht's raus. Intakter Maya-Aquädukt. Vielleicht kann ich raufklettern. Das Wasser ablassen und das Floß festmachen. Ich muss das Wasser ablassen und das Floß festmachen. Geht los. Den Bereich mit Wasser füllen. Ja, der Weg ist frei. Den Abschnitt trockenlegen.
den Abschnitt trockenlegen. Ich muss das Floß zu dem Abschnitt bringen. 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 Das Floß zu dem Abschnitt bringen. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand anheben. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand anheben. Ich muss das Floß zu dem Abschnitt bringen.
voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand anheben. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand anheben. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich kann das Floß mit der Spule am... Vielleicht kann das Wasserrad etwas ziehen. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Los. Ich brauche ein Floß. 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 Ich kann das Floß mit der Spule am Wasserrad verbinden.
brauche ein Floß. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann das Floß mit der Spule am Wasserrad verbinden. Ich brauche ein Floß. 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 Das könnte der Ausgang sein. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich kann das Floß mit der Spule am Wasserrad verbinden.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Thank you.
brauche ein Floß. Los. Jetzt sollte ich höher hinaufkommen. Ich brauche ein Floß.
Hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Halt! Niemand darf passieren. Die Gemahlin von Inti, Tochter von Viracocha und Mutter der Gründer des Inka-Reiches. Vermutlich ein weiteres Artefakt, das der Kult von den Bewohnern Paititis erpresst hat.
Ja. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen.
Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Da oben ist eine Schnitzerei. Yeah.
Das ist nicht gut. Thank you.
Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen.
Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Ezli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ezli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoele lo putzig, hachpila wicho. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gehen wir. Den Lappach. Das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören? Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen.
Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Was geschah mit den Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Petiti verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Junkinesh, Fuchkilich, Oldonich. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Schutz vor der nahenden Sonnenfinsternis. Komm, du sollst sehen, was er macht. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Komm. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid.
Gut, wie komme ich rein? Sieht aus wie mein Eingang. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment, hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Honorato! Nein! Gibt das hier Ätzli? Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal.
Ich werde dich nicht enttäuschen. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit.
Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Scheiße! Direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es hier nicht. Commander Rourke ist ein gut ausgebildeter, hochdekorierter Veteran der US Special Forces.
Seine enorme Erfahrung mit heiklen Geheimoperationen und die tödliche Effizienz, die er dabei an den Tag legte, weckten die Aufmerksamkeit des Hohen Rates, der ihn daraufhin allein aufgrund seiner Akte rekrutierte. Er ist der Anführer der Streitkräfte von Trinity und leitet persönlich die Decon-Teams, denen nicht nur spezielle MTV, die Paladins, zur Verfügung stehen, sondern auch für Spezialeinsätze gedachte Helikopter, die als Cardinals bezeichnet werden. Er hat die zweithöchste Stellung bei Trinity inne und ist nur dem Hohen Rat unterstellt. Wenn Dominguez das Herz von Trinity ist, ist Rourke dessen Faust. Rourke und Dominguez sind nicht immer einer Meinung, haben aber, so schwer es ihnen auch fallen mag, Respekt voreinander. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Was gefunden? Alles klar. Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Warten. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Hast du irgendwas? Verdammt! Los, halt, warten, schneller! Das Leben eines Soldaten. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Warum plötzlich so hektisch? Zauberschatulle habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Ich sehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Irgendwas läuft hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Genau im Bereich sind Feinde. Nicht mehr tragen. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Findet Lara Croft. Wie denn?
Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Was war das? Erst will Dominguez die Schatulle und jetzt sagt Rock, wir sollen Croft. Du kannst doch jetzt nicht abhauen, verdammt! Irgendwas ist hier verdächtig. Tötet alles, was sich bewegt. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem...